Und den Zack? Geh los, oder was? Es gibt schöne VW-Busse und es gibt schöne VW-Busse. Das hier ist ein schöner Bus. Ein VW T2B als Camper. Mit einem wirklich seltenen Hoch-Hochdachaufbau. In diesem Bus kann sogar ich fast aufrecht stehen und ich bin an die 2 Meter groß. Ja, den finde ich wirklich schick. Ein tolles Auto. War nicht wirklich ein Schnäppchen, aber vom Preis her im Moment sehr fair. Wenn man vom Angebot- und Nachfragestandpunkt ausschaut. Und dieser Wagen hatte beim Kauf schon frischen TÜV und er hatte schon die Zulassung für das H-Kennzeichen. Und dann ist doch eigentlich alles okay, sollte man denken. Nun, ich würde sagen, seht euch den Beitrag an und bildet euch euer eigenes Urteil. Und wie ist denn dieser schöne Bus schon wieder zu mir nach Berlin gekommen? Ganz einfach, den hat natürlich schon wieder der Enrico Nagy aufgetrieben und zu mir gebracht. Enrico Nagy, aka der Buschecker. Den kennt ihr schon aus einigen anderen Videos auf meinem Kanal. Und die Story zum Bus ist die. Dieser Bus war zu verkaufen. Komplett fertig mit H-Kennzeichen und frischem TÜV drauf. Und derjenige, der sich für den Bus interessiert hat, wusste nicht genau, was er jetzt im Endeffekt wirklich haben wollte. Ob er jetzt einen T1 wollte oder einen T2. Und so wandte er sich an den Enrico mit der Bitte, sich die Anzeige für diesen Bus mal anzugucken, sich mit diesem Bus mal zu befassen und mal eine Expertise über den Bus abzugeben. Das hat der Enrico gemacht, hat sich eingehend mit dem Bus beschäftigt, hat eine ausführliche Expertise darüber erstellt und da war der Bus aber dann schon verkauft. Und einige Zeit später hat sich dann der neue Besitzer von dem VW-Bus beim Enrico gemeldet, mit der Bitte, sich dann doch mal den Bus wirklich ganz anzunehmen, denn der neue Besitzer ist mit dem Wagen ganze 50 Kilometer weit gekommen. Dann ist der Wagen liegen geblieben, er hat den Wagen in eine Werkstatt verbracht und die Werkstatt kann mit dieser Technik nichts anfangen und hat den Wagen dann auch im Endeffekt nicht zum Laufen bekommen. Also hat der Enrico das gemacht, was er dann immer macht. Er hat seinen Bus genommen, hat einen Autoanhänger dahinter gepackt, ist einmal quer durch ganz Deutschland gefahren, hat den Bus da abgeholt, aufgeladen und ist auf dem Rückweg zu sich wieder mal bei mir in Berlin vorbeigekommen, damit wir euch jetzt noch mal ein bisschen was erzählen können zu genau diesen VW-Bus-Campern. Also in diesem Fall zu dem T2B Camper Hochdach. Und wir steigen ein an der Stelle, wo ihr euch in der Theorie schon so ein bisschen mit dem Budget befasst habt. Also ihr habt so grob für euch ausgeklunkert, was ihr denn für so einen Bus bezahlen könnt. Und ihr seid euch auch schon relativ sicher, dass es kein T1 Camper werden soll, sondern es soll ein T2 Camper werden. Und das ist der Film für euch. Also wenn wir uns darüber klar sind, welches Modell später passen könnte, dann wissen wir auch, wonach wir suchen sollen. Ganz oft möchte man ein Auto haben mit mehreren Personen, so ein T2-Camper, und dann ist oben drin, das wissen die wenigsten, einfach nur ein Notbett, ein Lazarettbett. Bevor ihr große Reisen startet und hinfahrt und dann Überraschungen erlebt, lasst euch doch mal Bilder schicken von dem Bett oben. Erst in den späteren Baujahren kamen oben vernünftige Liegeflächen zum Einsatz. Ganz zu Anfang war das einfach ein Lazarettbett. Da konnte man zu uns unten vielleicht zu zweit schlafen. Und oben dann kann man, glaube ich, nicht mal ein Kind drauflegen. Also so ein Lazarettbett. Hier haben wir halt einen Camper, in dem man oben und unten schlafen kann. Ja, also wenn wir uns über die Idee klar sind, dann kann man anfangen, Inserate zu sichten. Und wenn wir das Auto von außen aus der Ferne mal anschauen, dann haben wir immer wunderbar bei tollem Licht fotografierte Fahrzeuge, die ganz toll glänzen. Und dann denkt man, okay, vom Konzept her, von der Innenausstattung, vom Preisgefüge, ich muss ja nach dem Kauf auch mit irgendwelchen Reparaturen rechnen, könnte es passen? Dann lassen wir uns mal vom Anbieter weitere Bilder senden und schauen, ob er überhaupt in die nähere Auswahl kommt. Da gibt es beim T2 auch so ein paar Bereiche, lasse ich mir gerne Bilder schicken. Jetzt kommt leider die Sonne hier entgegen, ich weiß nicht, ob du es einfangen kannst. Wenn der Blick hier rein so eine Karosse in dem Zustand abbildet, dann sehe ich, da ist noch nichts geschweißt worden, noch keine Bleche, noch keine Löcher, sehr gut. Ja? Wenn ich hier unter den Tritt schaue, wie beim T3, das ist hier noch original.
Nichts eingeschweißt, nichts drüber gesprüht, ganz wichtig. Nicht fettschwarz irgendwelcher Eindruck, der erzeugt werden soll. Wir gehen vielleicht mal auf die andere Seite zum Rathaus. Er sieht im Rathaus am Unterboden besser aus als außen ringsherum. Ja? Hier ist so eine Schicht, die löst sich so ein bisschen ab. Ist mal irgendwann aufgebracht worden, ist jetzt nichts gerade draufgesprüht, damit es jetzt für uns toll aussieht. Und solche Zustände, die würde ich natürlich gerne regelmäßig sehen, die sind selten. Das ist schon mal ein ganz enormer Pluspunkt. Karosseriearbeiten sind sehr teuer. Wenn die Karosse schon mal in so einem Zustand unten herum ist, dann würde ich sagen, top, können wir weitermachen. Wenn das Ding jetzt nicht für 30.000 Euro angeboten wird, dann ist das schon mal eine gute Idee. Dass natürlich ringsherum das Fahrzeug schon was erlebt hat, davon können wir ausgehen. Und je besser das dann im Zustand ist vor Ort, sind weitere Pluspunkte. Wenn die Karosse ringsherum dann nicht so toll ist wie bei diesem Auto, wir können direkt darauf eingehen, dann ist es kein Weltuntergang. So eine Tür, die bekomme ich irgendwo gebraucht, oder wenn hier unten durchgerostet ist, der ist hier noch sehr gut im Zustand, der ist einfach nur mal hier angesprüht worden vom Händler, dann kann ich das alles richten. Hier ist irgendwie eine Beschädigung, eine Beule. Hier ist mal reingefahren worden. Hier befindet sich ein Spachtel-Hochplateau. Das kann man natürlich mit Fotos kann man das nicht erkennen, aber dann vor Ort sieht man halt, hier ist irgendwie ein Berg, hier ist irgendwas nachgebessert worden. Wenn man jetzt hier eine Magnete dran halten wollen würde, ich kann mal so ein Kärtchen holen. Das lag witzigerweise hier drin. Karosserie-Magnetkarte. Da hält sie nicht. Da wird da wohl Spachtel dran sein. Das ist ein ganz leichter Magnet. Da hält er nicht. Dann wird hier überall gespachtelt worden sein. Die Schiebetür beim VW-Bus hat eher diese Form. Und wenn ich genau hinschaue, hier die Kante, die kommt unten raus. Schließt nicht richtig ab, also wird hier irgendwo mal... Kommt halt vor, im VW-Bus-Leben werden wir ringsrum überall Ecken finden, die nicht so toll beieinander sind. Wir gehen mal zur Fahrertür. Wenn ich die aufmache, fällt sie schon runter. Also sie fällt richtig aus dem Schloss raus runter. Sie ist halt lose. Hier ist jemand sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Auf zu. In den Scharnieren lose. Dann kommt die ganze Tür eine richtige Ecke weit raus, wenn man hier vorne so drauf schaut. Das wird nicht ganz so einfach, das instand zu setzen, aber das ist alles einfacher, als wenn ich große Gruppen raustrennen muss und einschweißen muss. Hier ist auch richtig dick Spachtel drauf. Das kann man hier so sehen. Richtig dick, geht bis ins Rathaus rein, gespachtelt. Hier richtig dick Spachtel drauf. Ein Karosseriebauer hätte das Teil ausgetauscht, aber hier ist irgendwann mal gegengefahren worden und dann hat man das versucht, so ein bisschen auf Form zu bringen. Und ich habe hier einen ganz tollen Trick gefunden. Die Schließe hat hier immer gegen die B-Säule gehauen. Was haben die Jungs gemacht? Die haben das Schloss hier einfach lose geschraubt. Dadurch geht es weiter rein, das Schloss fällt weiter rein. Und jetzt schließt die Tür. Coole Idee. Tut der ganzen Sache gar keinen Abbruch. Bodengruppe sehr gut. Insgesamt die Karosse sehr gut. Er hat zwar hier so leichte Anrostungen an den Fenstern. Das sind noch keine Durchrostungen. Wenn wir das Fenster ausbauen, bin ich davon überzeugt, können wir das noch retten. Genauso an der Frontscheibe mache ich mir wirklich große Hoffnungen, dass da die Stege noch in Ordnung sind, wenn wir sie rausnehmen, dass wir das noch retten können. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hier fehlt ein Lampenring. Gestern beim ersten Zwischenstopp, beim ersten Tankstopp, sehe ich, oh Gott, ich habe den Lampenring verloren. Also hier kann man sehen, der Bruch, der sieht sehr alt aus. Der muss schon angebrochen gewesen sein. Hier ist er frisch, es wird irgendwie geweht haben beim Fahren, dann ist er abgebrochen. Das ist also nicht weiter wild, ja? Hier ist die Antenne abgebrochen, hier fehlt ein Lampenring. Hier sieht man, es irgendwie mal hastig drüber gesprüht worden. Dieses Plastik dazwischen, das ist eigentlich schwarz. Wenn man jetzt als Laie
so ein paar Sachen draußen macht, kann man große Fortschritte erreichen, ohne viel Geld für Spezialisten ausgeben zu müssen. Ihr bekommt von mir eine Übersicht von den nötig auszuführenden Arbeiten. Da sind dann Empfehlungen bei für eine Werkstatt, für einen Motorraum, für die Karosse, für die Technik, für eure Wünsche, was ihr vielleicht machen könnt oder wollt. Und dann wird es eingeteilt, wer macht was. Kurz zur Erläuterung für euch, für diejenigen, die den Enrico nicht kennen. Der Enrico ist beruflich Gutachter und der macht Gutachten ausschließlich für VW-Busse. Und er kümmert sich auch hauptberuflich ausschließlich um VW-Busse aller Art. Ihr habt also keine Ahnung von alten VW-Bussen oder überhaupt von VW-Bussen. Ihr wollt aber ein bisschen Geld in die Hand nehmen und euch einen schönen VW-Bus kaufen. Ihr wollt damit aber nicht auf die Nase fallen. Dann könnt ihr den Enrico quasi zu eurem Kauf dazu buchen. Ihr könnt ihm genau sagen, was ihr habt, was ihr wollt, was ihr euch vorstellt. Der berät euch dann und guckt sich für euch quasi in eurem Auftrag auch VW-Busse an. Das war jetzt die Kurzform von dem, was er macht. Zum Enrico und zu dem, was er tut, habe ich nochmal ein eigenes Video erstellt. Den Link dazu findet ihr hier bei diesem Video in der Beschreibung. Weiter geht's. Und dann kann man auch Übersicht gewinnen, was die Kosten angeht, dass man das so ein bisschen im Rahmen hält. Ja? Hier ist ein Rad aufgeschraubt worden mit Spikes. Das gehört hier bestimmt nicht drauf auf den VW-Bus. Passt auch von der Größe nicht, aber es sieht natürlich schon mal etwas besser aus. Unterstützt den Bulli-Look, wenn hier nicht nur ein leerer Halter ist. Ja, dann kommt da halt irgendein Rad drauf. Ich würde mir hier so Hülsen draufstecken und das Rad andersrum draufstecken. Mit einer schönen Radkappe sieht das gleich noch ein bisschen angenehmer aus. Als Laie kann man auch die Stoßfänger nicht neu kaufen. Die hier sind 40 Jahre alt. Die kann man ausbeulen lassen, anschleifen, grundieren, lackieren. Das kriegt man auch als Laie hin. Wird alles besser werden und auch länger halten von der Wertigkeit, als wenn ihr euch jetzt irgendwelche Stoßfänger im Zubehör kauft. Die sind meistens aus Trompetenblech, da schneidet ihr euch direkt die Finger, wenn ihr hier oben anfasst. Lieber versuchen, die alten Sachen, wenn die einigermaßen brauchbar sind, wieder in die Gänge zu kriegen. Also wir haben uns die Karosse ja angeschaut. Außen oben rum, Unterboden haben wir für gut befunden. Zum Unterboden Eindruck gehört für mich auch der Motor von unten. Ich kaufe am liebsten Fahrzeuge, die in Benutzung waren, würde ich euch auch empfehlen. Dieses Fahrzeug war sehr lange nicht in Benutzung. Das ist irgendwie aus den Staaten zu uns gekommen und hat jetzt eine TÜV-Prüfung und ich glaube auch eine H-Kennzeichenprüfung geschafft, wo man sich so ein bisschen drüber streiten kann, wie kann denn das angehen, aber darum geht es in diesem Beitrag nicht. Er hat halt extrem poröse Reifen. Auch außen weiß ich nicht, ob das okay ist für eine H-Kennzeichenprüfung. Ist auf jeden Fall erhaltenswertes Kulturgut, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Prüfer ein etwas besser hergerichtetes Fahrzeug dann doch sehen möchte. Das bedeutet, es ist nicht gleich irgendeine Qualität, wenn ihr ein Fahrzeug euch anschaut, wo der TÜV neu wäre und wo man eine H-Kennzeichenprüfung bestanden hätte. Ja, also man kauft das dann. Und dann geht es trotzdem erstmal los, dann muss man trotzdem erstmal in die Werkstatt und diverse Reparaturen ausführen. Und was hier auf uns zukommt, das können wir auch in einem Blick unter den Motor, können wir mal erahnen. Dieses Fahrzeug hat lange rumgestanden, ist nicht viel gefahren und trotzdem läuft schon jetzt überall das Öl raus. Das bedeutet, wir haben hier etliche Stellen, an denen wir abdichten müssen, was wir zerlegen müssen, was wir reparieren müssen. Da ist das Getriebe undicht, da hinten. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass es nur der Dichtring ist, aber wenn wir Pech haben, ist auch eine Lagerung ausgeschlagen und dann muss das Getriebe zum Getriebeinstandsetzer. Ja? Ist jetzt noch nicht so extrem undicht. Hier hängt schon überall Öl dran, ist alles nass. Hier ist alles nass. Es kommt von den Ventildeckeldichtungen, die sind aus Kork, die verhärten, die werden undicht. Hier sind es direkt, der Motor ist im Groben gesagt aus zwei Hälften zusammengeschraubt. Da kommt überall Öl raus. Das bedeutet schon mal gar nichts Gutes. Wenn so ein Fahrzeug in Besitz war und jeden Tag gefahren wurde, dann wird es sicherlich oder hoffentlich anders aussehen. Aber wenn so ein Fahrzeug ewig rumgestanden hat und nur ein paar Kilometer gefahren ist, das ist auch eine abgebrochene Reparatur, der ist nach 50 Kilometern ausgegangen. Deswegen sollte ich den holen und den mal richtig zum Laufen bringen. Also so ein T2 ist nie komplett trocken, aber das ist halt, das bedeutet schon, wenn hier überall die Öltropfen dranhängen, obwohl er ganz wenig gefahren wurde, dass hier noch einiges im Motorraum investiert werden muss und das sind leicht 3.000 bis 5.000 Euro. Jetzt gehen wir mal auf Innenausstattung und Ausstattungsdetails ein. Diese VW-Busse, die haben
eine sogenannte M-Plate. Im Internet gibt es Seiten, M-Plate, Decoder. Da kann man so diese Daten auf dieser Prägeplatte kann man ablesen, eingeben. Dann kann man erfahren, was war das für ein Fahrzeug ab Werk. Diese Platte findet ihr hier neben dem Sicherungskasten. Da kann man ja mal irgendwie sein Telefon reinhalten, ein Foto machen. Dann erfahrt ihr, war euer Auto ein Transporter? War das schon immer so ein toller Camper oder wurde der vielleicht auch mal irgendwie selbst gebaut, umgebaut, aufgebaut? Es ist schon ein Unterschied, wenn man für einen Camper ab Werk 30.000 Euro bezahlen soll in einem brauchbaren Zustand oder wenn man für einen selbst zusammengesuchten, gebauten 30.000 Euro zahlen soll. Also der Wert bleibt eher bestehen oder entwickelt sich bei Fahrzeugen, die das Werk mal so verlassen haben. Ja? Ich sehe oft viele, viele Bilder in Dokumentationen, dass ja total viel gemacht wurde und erkenne schon an Details, wenn in den Fahrzeuginnenraum fotografiert wurde, dass dann vielleicht mal eine Trennwand drin war und hinterher im Inserat ist es ein Fahrzeug wie der hier mit einer ganz tollen Campingausstattung. Und dann kann ich schon mal sagen, Leute, das war kein Camper ab Werk, das war ein einfacher Transporter. Sicherlich ist jetzt viel Arbeit hineingeflossen, aber die selbstgebauten Möbel oder irgendwelche Sitzecken, die vielleicht auch gar nicht H-Kennzeichenfähig sind, stellen dann am Ende doch nicht so einen Wert dar, was den Marktpreis angeht. Man kann ja in der Beratung miteinander herausfinden, ob einem das wichtig ist, dass da möglichst viel Original ist oder ob es einem wichtig ist, hier einen Flachbildfernseher drin zu haben und eine Sitzecke. Aber dann wird man halt schwieriger ein H-Kennzeichen dafür bekommen. Es kommt halt immer drauf an, was ihr da vorhabt. Wir können ja mal hineinschauen. Das ist halt eine Camper-Ausstattung, wie man sie vielleicht gerne haben möchte. Es gibt auch viele Sachen zum... Jetzt bleibt die Klappe hier nicht zu, hier fehlt so ein kleines Halteblech, sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus. Es gibt ja auch Sachen, die nachträglich angeboten werden im Netz. Das ist hier mal ab Werk reingekommen, was ich besonders toll finde. Das Dach ist optisch vielleicht nicht das Highlight, wird nicht jedem gefallen, aber es gibt halt wenig T2, in denen man stehen kann. Man hat hier halt Stehhöhe. Wenn es ein T2 ist mit Posthochdach, dann ist der eigentlich flacher, dann kann man nicht so gut hier drin stehen. Flacher bedeutet auch hier oben, wenn hier jemand schlafen soll, hier drin, dann kommt es bei einem flacheren Hochdach kommt es einem vielleicht eher so vor, als wenn man in einer Sardinenbüchse übernachten soll. Und hier ist halt richtig Platz, wenn ich das Bett hier nach vorne ausklappe. Ganz toll. Ich habe Stauraum nach vorne. Das habe ich beim Faltdach zum Beispiel nicht. Kommt ja auch immer darauf an, will man mit so einem Auto mit zwei Personen unterwegs sein oder vielleicht mit Familie, mit zwei Kindern, dann könnten die zwei Kinder hier oben pennen. Hier gibt es sogar Aufnahmen. Man kann hier vorne eine Matte reinhängen. Hier ist eine Aufnahme an der B-Säule, eine Aufnahme an der A-Säule. Da kann man hier so eine Matte reinhängen, eine kleine Schaumstoffmatratze drauflegen und dann kann man in so einem Auto sogar zu fünft übernachten. Fünf Leute brauchen natürlich auch entsprechend Gepäck. Das wird dann vielleicht kein 3 Wochen Urlaub sein, sondern vielleicht eine Woche im Sommer. Und so kann man sich dann mit diesem Fahrzeug ganz gut arrangieren. Man hat hier viel Raum und das ist halt nicht so häufig. Und die T2, wenn die dann so ein Faltdach haben, haben hier oft hier oben drin einfach nur so eine kleine Lazarettliege. Da sollte man vielleicht darauf achten, bevor man irgendwo ganz weit hinfährt und denkt, Mensch, von den Fotos her, vom Inserat her, ist es genau der Camper, den wir haben wollen. Ja, dass man das vielleicht vorher schon mal rausbekommt oder dass man sich sagt, ist mir egal, ich brauche diese Liegefläche in dem Sinne da oben nicht. Ich will nur aufmachen können, damit ich stehen kann. Dieses Fahrzeug kommt aus den Staaten. Das bedeutet, er hat eine Campingausstattung mit anderen Drücken, was das Gassystem angeht. Hier war ein Unterflurgastank verbaut, der ist zurückgebaut worden. Wenn man diese Technik nutzen will, dann muss man natürlich sich einen neueren Gastank organisieren, den drunter bauen lassen, dass man hier dann wieder auch eine Gasprüfung bestehen kann. Wenn das Fahrzeug aus den Staaten kommt und deutsche Papiere haben soll, dann muss das alles
ausgebaut werden, zurückgebaut werden und gegebenenfalls auf deutsche Standards, auf aktuelle Standards umgebaut werden. Wir haben hier einen Kühlschrank. Der funktioniert super, der ist zwar jetzt ein bisschen dreckig, könnte gereinigt werden, aber dadurch, dass der Deckel nach oben aufgeht, die Kälte nicht rausfällt, wenn wir eine Tür aufmachen, funktioniert er sehr gut. Also wir kriegen diese Kühlschränke auch wieder in Gang. Wenn ihr so einen Camper habt und ihr seid mit dem Kühlschrank nicht zufrieden, mit der Kühlleistung, könnt ihr euch gerne melden. Wir kriegen das alles wieder ordentlich zum Laufen. Genauso hat dieses Fahrzeug hier Außenstromanschlüsse. Ist in Amerika auch ein anderer Standard. Das kann man alles auf Deutsch auf unsere Standards umbauen, ohne in der Optik irgendwas großartig ändern zu müssen. Es ist einfach wichtig, dass man sich das auch nochmal vor Augen führt, dass da im Detail nochmal Herausforderungen sind. Immer wieder sieht man in den alten VW-Bussen, ganz wichtig in den Benziner-VW-Bussen, auch beim T3, Feuerlöscher. Das ist ein ganz wichtiges Ausstattungsdetail. Wenn ich so ein Fahrzeug ausliefere, wenn ein Kunde das bekommt und wir haben da Ewigkeiten dran rumrepariert und es ist so, dass man es benutzen kann, dass man es fahren kann, dann wird auch immer eine Selbstlöschanlage verbaut. Das hört sich erstmal hochtrabend an. Also hier wird dann oben ein Schlauch eingebaut. Wenn es hier drinnen anfängt zu brennen, wenn es hier heiß wird, explodiert der Schlauch und löscht das Feuer im Motorraum. Es wäre natürlich schade, wenn man viel Geld für Kaufen ausgegeben hat, viel Geld für Reparaturen, wenn einem so ein Auto abbrennt. Die brennen halt gerne, weil Benzin ist leicht entzündlich. Die Schläuche, die wir heute so verbauen können für Benzinführung, die werden sehr viel schneller porös als das Material, was man vor 20 Jahren eingebaut hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann wird halt so ein Schlauch auch gerne mal undicht. Benzin kommt hier raus, der Motor ist heiß und dann brennt so ein Auto sehr schnell. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man sich so eine Selbstlöschanlage einbaut. Beim Motorraum kommt es halt darauf an, wir haben hier umlaufend eine Dichtung, die hier fehlt. Es ist ganz wichtig, dass der Motorraum nach außen hin abgedichtet ist. Der luftgekühlte Motor saugt sich über dieses Gebläse Luft an. Es geht durch das Gebläse in den Motor hinein und er bläst es nach unten heraus. Und wenn diese Dichtung, diese umlaufende Dichtung fehlt, auch Verblechungen, wenn die fehlen, bei anderen Motoren haben wir mehr Verblechungen. Jedes kleine Blech ist wichtig. Dann saugt er sich die heiße Luft, die er unter das Fahrzeug bläst, saugt sich die direkt wieder an und die Kühlung wird natürlich immer schlechter, immer schlechter. Deswegen ist es wichtig, nur mal so auf den ersten Blick, diese Dichtung, die hier fehlt, die hier einmal rundum läuft, ist ganz enorm wichtig. Dann ist es auch wichtig, dass man so diese ganze Elektrik, dass man das mal einmal ordentlich macht, dass es nicht so fliegend ist. Auch die Zündleitungen, die sollen nach Möglichkeit nicht auf der Masse herumliegen. Hier, Zündleitungen für die Zündkerzenstromversorgung, die sollen sich nicht berühren. Wir haben oft sehr wenig Strom, Batterien sind schwach, dann reicht es nicht so richtig für einen Zündfunken, der Anlasser startet nicht so richtig und schon springt so ein Auto nicht an oder läuft nicht so gut, läuft gar nicht. Also es ist wichtig, dass so technische Details in diesen Fahrzeugen immer auf Stand sind, dass es regelmäßig gewartet wird oder einfach mal Grund reingebracht wird. Das müssen wir hier halt machen. Also hier ist sehr viel Reparaturstau in diesem Motorraum. Das Besondere an diesem Motor ist ausgerechnet, ich würde mal sagen, der ist irgendwas von 1978. Und dieser Motor hat schon eine Einspritzanlage. Der hat schon eine elektronisch geregelte Einspritzung. Eigentlich haben diese Motoren im T2 Vergaser. Der hat schon elektrische Einspritzventile. Da ist ein Steuergerät. Für Kalifornien, höhere Abgasnormen, hatte Volkswagen schon sehr früh eine Einspritzanlage entwickelt und das ist natürlich auch so ein bisschen Problem, ist nicht so häufig, diese Technik, die dann in den Griff zu bekommen, das wieder ordentlich zu laufen zu bekommen, das ist halt auch hier bei diesem Fahrzeug die Schwierigkeit, da darf ich mich mal dran ausprobieren. Also dieses Fahrzeug soll auch eine H-Zulassung bestanden haben. Ich würde immer schauen, dass ein originaler Auspuff dran ist, also der ist ab Werk nicht für dieses Fahrzeug vorgesehen. Auspuffanlagen
wirken mit ihrem Gegendruck auch auf das Kraftstoffsystem. Dann sind halt spezielle Haltepunkte für Auspuffanlagen vorgesehen und das ist halt ein großer, schwerer Auspuff, der hier auch, wenn ich unten drunter schaue, ich kann euch das gerne zeigen im Detail, der hier total lose drunter hängt. Dann haben wir halt hier wieder eine ganz tolle Fehlerquelle, würde ich halt schauen, dass man das so schön das aussieht und ich mich frage, wie kann es dafür ein H-Kennzeichen geben, würde ich halt schauen, dass ich das auf Original zurückrüste. Je mehr ich bei diesen ganzen technischen Details in Richtung Original oder über Jahrzehnte erprobte Baugruppen aus der Tuning-Szene, je mehr ich in diese Richtung gehe, desto eher werde ich auch ein zuverlässiges Fahrzeug haben. Ja? Luftführung ganz wichtig, Kraftstoffsystem ganz wichtig, dass das in Ordnung ist. Elektrik, Elektronik, ganze wilde Kabelei in Ordnung bringen. Sieht nach vielen kleinen Details aus, aber es sind viele kleine Baugruppen, viele kleine Fehler, die am Ende ein großes Fehlerpaket ergeben und dann läuft so ein Auto besser oder schlechter oder gar nicht oder bleibt ständig stehen. Also wir haben uns für Detailaufnahmen, die ihr euch bitte von Inserenten, von Anbietern schicken lasst, ja schon Unterbodenbilder im vorderen Bereich angeschaut. Jetzt kann man vielleicht hier auch nochmal links und rechts bei den Querträgern einen Blick drauf werfen. Wenn das so toll aussieht wie hier, ist noch nie was eingeschweißt worden, hier ist noch nie irgendwie zusätzlich irgendwas Schwarzes draufgesprüht worden, dann ist das schon die halbe Miete, möchte ich sagen. Selbst wenn hier was eingeschweißt wurde, wenn hier was erneuert wurde, dann braucht ihr das schon mal nicht mehr machen lassen. Dann muss man halt nur noch schauen, muss man prüfen dann bei der Vorortbesichtigung, wie gut ist das umgesetzt worden. Das kann man in Fotos nicht sehen und man muss auch nachprüfen, wie sieht es in den Hohlräumen aus, dass man dann da vielleicht nochmal Hohlraumkonservierung einbringt, weil es ist immer toll, von draußen was aufzuschweißen und drüber zu sprühen und drin. Da kommt ja kein Farbnebel und nichts hin. Da sind da die offenen Stellen, wo irgendwie die offenen Schweißpunkte sind und dann fängt das von drinnen nach außen sehr schnell an zu rosten, dass man da dann vielleicht nachbessert. Es geht bei so einem VW-Bus-Vorhaben, wenn ihr so ein Auto kaufen möchtet, meines Erachtens darum, worauf läuft es hinaus? So Ausstattungsdetails, reparieren, das kriegt man vielleicht auch hin, wenn man handwerklich jetzt nicht so hochbegabt unterwegs ist. Ja, also mich nervt die ganze Zeit, dass diese Klappe hier sich nicht schließen lässt. Hier so einen kleinen Winkel anbringen, dass es schließt, das kriegt ihr hin. Das ist halt ein Punkt auf einer langen Liste. Das ist die Frage, auf dieser langen Liste der Punkte, was könnt ihr selber, was traut ihr euch zu? Und wenn ihr es nicht hinbekommt, dann könnt ihr ja immer noch in der Werkstatt fahren und das machen lassen. Hier sind so Bretter verworfen, das sieht nicht hübsch aus, das kriegt ihr bestimmt auch selbst hingebastelt. Neue Bezüge kann man bestellen, die gibt es zu kaufen in diesen Farben und wenn ihr feststellt, darunter die Schaumgummis sind all, auch die Schaumgummis gibt es zu kaufen. Also das kann man ja vielleicht eher auch alles als Laie überblicken, aber die Basis, warum läuft so ein Motor wie er läuft oder warum läuft er nicht oder die Technik unten drunter. Bremsen, Bremsleitungen, welche Führungsgelenke, da wäre es halt schon toll, Leute zu haben, die das regelmäßig machen, dass man so ein Ding irgendwie ans Laufen und ans Fahren bekommt, dass man da Spaß dran hat, dass man Vertrauen zu der Technologie bekommt, zu der Technik bekommt. Und wenn das Vertrauen da ist und das Ding fährt, dann kann man ja sich an die weitergehenden Projekte im Innenraum heranwagen. Wir hatten ja vorhin auch über das M-Plate, über das Typschild gesprochen, woraus Ausstattungsdetails hervorgehen. Wenn das mal ein Transporter gewesen wäre, es gibt ja auch Transporter, die haben nur in der Schiebetür ein Fenster, aber hier hinten war nie eine Sitzbank. Dann gab es hier unter der Sitzbank auch keine Verankerungspunkte für Gurte. Dann haben wir zwar in der Karosserie hier Löcher, aber dann sind da keine Gewindestücken dahinter angebracht. Und wenn es mal ein Transporter für mehrere Personen oder Camper ab Werk war, dann kann ich dort auch einen Dreipunktgurt anbauen. Für ganz viele Leute ist wichtig, dass sie für wen auch immer hier hinten dran statt der Beckengurte aufrüsten können auf Dreipunktgurte. Und selbst wenn ihr ein Fahrzeug habt, aus welchen Gründen auch immer, und dort sind keine Gurtverankerungspunkte, dann finden wir auch einen Weg, euch Dreipunktgurte einzubauen. Also mir ist auch angenehm aufgefallen bei diesem Fahrzeug, dass es weitgehend komplett ist, was die Ausstattungsdetails angeht. Ja? Also wir haben den großen Tisch, sogar mit Ausklappfunktion, dass ich den noch länger machen kann. Wenn ihr auf dem Beifahrersitz sitzt, nochmal ein Stückchen entgegen. Das ist der große Tisch für hinten. Und dann haben wir einen kleinen Tisch. Es ist sogar noch das Tischbein da.
man da auch vielleicht sitzen und Picknick machen. Er hat ja schon die Drehsitzkonsole, das habt ihr ja schon gesehen. Kann man auch nachrüsten, wenn ein VW-Bus das nicht hat, aber ist natürlich auch toll, wenn er das schon drin hat. Und so ein kleiner Raum mit Drehsitz wird dann doch vom Eindruck her größer. Alles in allem, viel Gutes dabei, eine wirklich gute Basis, nicht zu teuer. Dieser Wagen, ich kann es verraten, ich sage nicht die genaue Zahl, hat deutlich unter 20.000 Euro gekostet und das ist fair. Dankeschön nochmal, Nils, dass ich mal wieder vorbeikommen durfte und auch mal was über einen T2 erzählen durfte. Das ist das Fahrzeug von Lennart. Ich möchte auch Philipp Dankeschön sagen. Den hatte ich nämlich vor einem halben Jahr gefühlt zu diesem Wagen beraten, habe ihm einen Beitrag zu diesem Wagen geschrieben. Da war der aber schon verkauft. Das wusste ich nicht, das wusste Philipp nicht. Lennart hatte ihn bereits gekauft und ist in irgendeiner Werkstatt gestrandet und die haben den nicht zum Laufen bekommen und jetzt ist er dann doch irgendwie über Umwege wieder zu mir gekommen. Nett, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns.